Ja, meine lieben Freunde. Oh. Ja, krasses Wochenende. Jetzt hier in Berlin ein Interview mit dem lieben Carsten Stahl gemacht. Der ist ja persönlich wirklich so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt und wie er vor der Kamera ist. Also total geil. Auch sowas stehe ich einfach. Klar, direkt mit Kante, nicht lange drum rumreden und jetzt raushauen, hey, das machen wir jetzt. Jetzt. Und wenn du mich noch weiterhin fragst, dann gehe ich. Ja, also genauso wird es gemacht und den meisten Leuten fehlt einfach diese Klarheit, miteinander umzugehen. Daher entstehen auch meines Erachtens viele Missverständnisse, weil sie so schwammig drum herumreden, was wollen sie jetzt machen. Und dann aber, wenn sie klar sind, die sich aber auch wieder schnell angegriffen fühlen und daher oft nichts zustande kommt, aber mit solchen Leuten kannst du halt nichts machen. Da musst du immer das Sensibelchen spielen und immer politisch korrekt sein und immer so, was hätten sie jetzt gerne? Ach ja, ach so können wir das machen. Ja, was hätten sie denn davon? Ach ja, du. Da habe ich gar keinen Bock drauf, in dieser Art mit solchen Leuten zu sprechen. Die haben sich selbst noch nicht mal kennengelernt und auf diese Fassade will ich gar nicht erst einlaufen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ja, sehr, sehr geiles Interview gewesen, geile Begegnung, da kann sich viel draus entwickeln. Viele fragen mich ja jetzt auch bezüglich des Showprojekts, ja, wie geht's denn jetzt nun weiter und gerade wegen Corona keine Chance, also was soll man machen? Also, ich kann alles nur machen, was in meiner Kontrolle liegt. Und was mit Corona ist, kann ich nicht beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, das alles vorzubereiten. Also, ich komme ja auch selbst bescheuert vor, weil ich ja, wie soll ich das sagen? Weil ich natürlich dann arbeite an diesem ganzen Konzert, an dieser Verwirklichung von Michael Jacksons Comeback 2009. Während alles andere schläft, während Hallen leer sind, während Diskos, ich weiß nicht, ob die voll sind, ob die leer sind, ob man dann nur mit Maske tanzen kann, interessiert mich auch nicht. Ich gehe auch nicht in Diskos. Früher hat man Diskos gesagt, heute sagt man Clubs. Entschuldigung, liebe Generation Z, ich bin noch nicht so cool. Ich bin eher altmodisch. Und ja, da komme ich mir teilweise selber blöd vor, weil nichts stattfindet. Ich gebe teilweise noch Geld aus. Ich bin viel unterwegs, ich mit dem Interview und mache das ja alles, um das zu verwirklichen, um da gemeinsame Interessen zu finden. Gibt da sehr, sehr viel Geld aus, sehr, sehr viel Zeit stecke ich da rein, sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr viel Ungewissheit. Also ich kann auch mit der Zeit wirklich was anderes anfangen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Teilweise schlafe ich an Bahnhöfen, weil ich dann keine Kohle dafür habe und alles. Also Leute, das ist schon, das ist ja jetzt ein bisschen weniger geworden, weil ich halt die ganzen Möglichkeiten jetzt aber schon offen habe. Es braucht wirklich nur noch der Investor, also es braucht, was heißt nur, aber ohne die Konzeptionierung, ohne mit den Künstlern vorher gesprochen zu haben, ohne mit den Geschäftsleuten gesprochen zu haben, ohne mit den Managern von den Künstlern gesprochen zu haben, ohne das Vertrauen aufgebaut zu haben, ohne das alles, ohne mein Tanzen, ohne die Videoartist-Geschichte, ohne die Idee selber, ohne was steckt dahinter. Ohne das alles bringt auch das ganze Geld nichts. Deswegen steht der Investor an letzter Stelle eigentlich. Ist aber gleichzeitig auch irgendwie die schwerste Position, die ich belegen muss, einen zu finden mit Kapital auf der Kante. Das ist gleichzeitig das Unwichtigste, aber trotzdem wichtig, sonst funktioniert es auch nicht. Gleichzeitig aber auch das Schwerste, weil Leute halt ihr Geld, ja, weil Geld knauserig sind. Die Reichen sind halt sehr oft knauserig und geizig. Da kann ich ja auch nichts für. Ist halt auch eine bittere Realität und rote Pille, die ich da schlucken muss. Und deswegen
umso mehr bin ich dann auf die Schlagzeilen angewiesen. Umso mehr muss ich anschreien, umso mehr muss ich E-Mails schreiben, umso mehr muss ich hinfahren, an die Tür klopfen und dann wieder zurückfahren, wenn keiner da ist. Also das ist ja alles mit so viel Unsicherheit und Schmerz verbunden. Das kann sich keiner vorstellen. Möchte sich auch keiner vorstellen, weil bei Instagram und YouTube, da sieht man ja immer nur das alles, was so gut und funktioniert. Alles andere wäre, glaube ich, nicht hierfür gemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Da ist doch die Ehrlichkeit dann am falschen Platz. Ja, aber momentan ist es so, das Konzept steht, wurde auch viel Geld für ausgegeben, dass diese Idee wirklich umsetzbar ist. Es wollten auch schon andere Leute machen, uns dann aber außen vor lassen, mit dem wir darüber gesprochen haben. Wir konnten zum Glück verhindern, weil die Idee wirklich sehr, sehr gut ist. Ich frage mich bis heute, warum man nicht auf die Idee gekommen ist, das Konzert Sisters It von damals nochmal neu zu verwirklichen. Also das frage ich mich bis heute. Das ist so eine krasse Chance, so eine krasse, geile Idee. Back to the dream, wie bei Serrano. Ne? Also zurück zum Traum. Jeder fühlt sich damit verbunden. Jeder hat davon mitbekommen, das war ja kurz nach Michael Jacksons Tod. Jeder wusste, was ist es etwa. Jeder wusste, dass er ein Comeback machen wollte. Und umso trauriger war es dann am Ende, dass er gestorben ist, weil er eben noch ein letztes Mal irgendwie auf der Bühne sein konnte und nach seiner Musikkarriere eben Marvel kaufen wollte und nicht mehr mit 50 den Moonwalk tanzen wollte, sondern andere Pläne hat für sein privates Leben. Ja, und darum geht es dann, ne? Oder ging es bei ihm? Und jetzt brauche ich einfach noch einen letzten Schritt. Hab da ja auch draus gelernt aus den ganzen Meetings, die Investoren, wenn es da um teilweise 1,3, 1,4, 1,5 Millionen Euro geht, die wollen dann Finanzierungskonzepte vom Wirtschaftsprüfer. So, das fördert mir auch keiner, das bezahlt mir auch keiner. Wäre schön, wenn es wer fördern würde, dann würde ich hier meine Kontosachen, meine Konto-IDs gerne reinschreiben, könnt ihr mich damit unterstützen. Wäre ich natürlich sehr dankbar, aber ich glaube nicht, dass es bei meiner Reichweite irgendwas bringt. Aber es geht mir auch gar nicht um Reichweite, es ist mir völlig scheißegal. Mir geht es darum, die richtigen Menschen zusammenzubringen, die das Ganze verwirklichen können. Und ich dann halt derjenige bin, der das dann einfach mal geschafft hat. Ne? Der einfach diese Idee verwirklicht hat. Darum geht es hier, weil es hier wirklich darum geht und nicht um Geld nur, nicht um einfach nur eine Show, es geht um die Werte. Liebe, Zusammenhalt, Respekt. Einfach das, was komplett fehlt gerade in der Gesellschaft, aber wem erzähle ich da Neues? Ja, Finanzierungskonzept, das ist das Letzte, dafür arbeite ich gerade, sowas kostet 10.000 Euro und mache dann, tanz viel. Also ich tanze nicht, sondern ich würde ja gerne mal viele Tänze in Clubs haben. Aber das ist ja alles auf der Kippe. Deswegen muss ich teilweise, jetzt überlegt, Taxifahrer oder sowas. Also wenn ihr mich demnächst im Taxi seht, dann weißt du da Bescheid. Oder andere Optionen, die ich habe, auch durch die Familie. Aber ich muss quasi komplett weg vom meinen eigentlichen Tätigkeit, um mir das dann am Ende zu finanzieren und zu verwirklichen, damit ich zuverlässig auf Investoren zugehen kann mit einem Konzertprojekt in der Corona-Krise. Klingt bescheuert, aber unabhängig davon, ob ich jetzt auf die zugehe oder nicht, ich kann dann auf die zugehen. Und das ist der Punkt. Weil ich jetzt weiß, okay, das ist denen so wichtig, dachte ich vorher, deswegen reicht, wenn da jemand die Zahl niedergeschrieben hat, der das schon ein paar Mal gemacht hat, aber nee, das reicht denen nicht, weil es natürlich auch um 1,3 Millionen Euro geht und das in dieser Größenordnung, das haben wenige geschafft, ja. Und da brauche ich die Besten, da brauche ich zuverlässige Leute und ich weiß auch, das habe ich auch Carsten Stahl gesagt, dass die Leute, die dann sagen, ja, ich mache mal mit, ich habe jede Person doppelt besetzt, gedanklich. Weil ich genau weiß, von heute auf morgen sind die Leute unzuverlässig, gehen nicht mal ins Telefon oder sagen, nö, doch nicht. Das ist mir auch schon passiert mit dem
Management von Menderes hatten wir einen Termin mit einem Investor zu dritt. Und dann sagt er so zwei Tage vorher, obwohl ich den Termin mit dem Investor gemacht habe, sagt er zwei Tage vorher auch, ich habe doch keine Lust. So, dann stand ich wieder blöd bei dem Investor da. Und der hatte sich dann auch gedacht, als ich den angerufen habe, hier findet doch nicht statt. Ja, was ist das denn jetzt für eine Lachnummer von dem? Scheint wohl doch nicht alles so toll gewesen sein, doch nicht alles so im Griff gewesen zu sein. Dann habe ich den aber gesagt, du, ich kenne hier aber jemanden, der ist da wirklich zuverlässig und entschuldigen Sie bitte, aber Sie wissen, von heute auf morgen kann sich im Showbusiness alles ändern und die Leute müssen einfach dann auch ersetzt werden. Und ich habe jede Position doppelt besetzt. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Und er so, ja, natürlich kenne ich das. Machen Sie sich da mal jetzt keine Sorgen, dann schaffen wir das schon. Okay, Termin bis zum nächsten Monat. Nächsten Monat hat es dann stattgefunden, das ging dann. Aber es ist eine andere Geschichte. Und das zeigt einfach, wie sehr man wirklich Rückgrat haben muss und standhaft sein muss, um dann eben immer weiterzumachen oder weitermachen zu können. Das zeigt, also das, dafür braucht man schon Eier, sage ich euch ganz ehrlich. Eier, Durchhaltevermögen, Schmerztoleranz bis ohnehin, also dass man auch mal ein paar kalte Nächte draußen verbringen kann. Hätte ich nicht diesen Drive, hätte ich nicht diesen Willen, ganz ehrlich, dann würde ich ganz am Bett zu Hause liegen und gar nichts tun. Ja, nee, aber gerade ist es wirklich, das Geld zu beschaffen für das Finanzkonzept und dann Webseite auch noch, genau, Merchandising habe ich eigentlich fertig. Es kann aber auch noch dann auf der Webseite bestellt werden, überlege ich mir noch, ob ich die Hoodies dann auch verkaufen möchte. Erstmal nur für mich, weil ich finde es einfach mega geil, kann man ja gar nicht oft genug zeigen. Die ganzen Unterstützer drauf, den bin ich allen sehr, sehr dankbar, dass sie mich mit Rat, Tat und finanziell auch unterstützen. Aber ja, sind halt nicht alle, ne? Sind halt nicht immer alle. Mir reicht es teilweise nur, wenn es Rat und Tat ist, weil das gibt mir auch schon sehr, sehr viel und ich weiß ja, wie distanziert und wie sensibel und wie, ja, wie sagt man das? Sensibel, geizig nicht. Aber da eher zurückhaltend, abwartend, die Leute, die gerade in diesem Bereich sind. Und deswegen danke ich für jede Unterstützung, in welcher Art auch immer. Das ist mir einfach wichtig. Ja. Nicht umsonst treffe ich Leute wie Carsten Stahl, die sich da ein offenes Ohr für nehmen. Das kann gar nicht so schlecht sein anscheinend. Nicht umsonst nehmen sich auch Leute wie Martin Kind die Zeit, hören sich das an und versuchen das irgendwie mit zu fördern, mit zu entwickeln und geben mir Tipps. Teilweise ist es dann wieder nicht die gleiche Zielgruppe, passend zu ihrem Unternehmen, mit meiner Idee. Ist dann aber auch verständlich, bin aber trotzdem dankbar, immer wieder in Kontakt zu sein, von denen zu lernen. Ja, oder Rolf Eisenmenger, auch super, Leonard Freier, alles Leute, ja, denen ich natürlich sehr dankbar bin. Aber jetzt brauchst du mal Geld, ne? Jetzt brauchst du die Kohle für das Finanzkonzept. Das stemmt sie nicht von alleine, kostet ungefähr 10.000 Euro. Und dann bin ich wieder einen Step voran. Und egal wie lange das dauert, ich werde dranbleiben. Ich werde machen und tun. Und wenn ihr Bock habt, das auch zu unterstützen, kann ich auf jeden Fall meine Kontodaten da reinsenden. Und wenn ihr das möchtet, per Check oder so, keine Ahnung, mache ich es auch öffentlich. Genau, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war mal so ein kleines Update. Und bleibt euch treu in Würde.